Und das ist Michael Jackson. Und das ist Rock'n'Roll. Kommt her, Freunde. Ein Lied über Michael Jackson. Und ein Lied über den Menschen, der ihm am nächsten steht. Es ist nicht Elizabeth Taylor. Es ist nicht Diana Ross. Es ist sein Schönheitschirurg. Thank you.
besser, dass ihr das kennt. Also ihr müsst ja... Ja, weiter so, BHs und Unterhosen und alles hier abgeben. Wir haben ja schon so ziemlich alles erreicht, was man im Leben erreichen kann. Wir sind sogar schon mal in Hamburg aufgetreten. Wir haben schon Politiker in der Badewanne gesehen. Wir haben zwar angezogen, aber das stört uns ja nicht. Aber es gibt eine Sache, warum macht ihr eigentlich nochmal wow? Es gibt eine Sache, die haben wir noch nicht erreicht. Lass es gut aussehen. Warum nennt man denn dieses Lied uns? Wie Gesichtsprothesen. Ein Benefitstück für die Ärzte. Aber heute Abend auf der Bahn.
Pauli. Da haben wir uns was vorgenommen. Damit der Laden hier einstürzt, wenn wir jetzt mal auf die Reeperbahn gehen. Aber bis dahin vertrösten wir uns die Zeit in einer romantischen Ballade über eine enttäuschte Liebe. Hey, du bleibst stehen! Weil Frauen immer so gemein zu ihnen sind. Da gab es einen Fall in unserem Bekanntenkreis. Da verliebte sich ein Mädchen, die noch vor dem Fernseher war. In Lassie. Den sie dann wenig später verließ wegen Skippy. Skippy kennt ihr vielleicht noch, Skippy, das Buschkänguru. Aber Skippy war nicht das, was es schien. Nur das Selbstbewusstsein. Und auch immer auf den Sprung. Und daraufhin wechselte Claudia dann zu Fury. Aber wir haben sie letzte Zeit schon überrascht, wie sie Briefe an Moby Dick schrieb. Und darum nun für alle schlechten Mädchen dieser Welt. Ich dachte auch nicht. Wie bitte? Was muss ich da hören? Passt du nur auf. Ich ziehe euch die Ohren lang. Okay, das ist die Idee. Ja, zum Beispiel. Kommen wir zum Fischmarkt spielen. Okay. Claudia hat jetzt ein Pferd, mit dem sie ziemlich hart.
Über Tote kann man Witze machen. Das wissen wir ganz genau. Aber Lieder über Tote, das wagen nur wir. Und da gab es einen, der liegt uns besonders am Herzen, weil er eine Brille trug. Er trug sogar seine Brille, er spielte eine Gretsch-Gitarre, so wie der Typ hier neben mir. Und von ihm sind so großartige Lieder wie Come On Everybody und 25 Rock und so. Und dieser Mensch heißt Eddie Cochran. Und wir konnten leider über Eddie Cochran, das passt nicht so in die Randstruktur, da haben wir einen Kollegen von ihm, genau, das war mal der Ronny. Wir werden euch jetzt etwas zeigen, was
Atmosphäre wie in Hamburg noch nie gesehen habe. In der Nacht, la 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 la.
Treffen wollen, aber ganz allein, ich ruf sie an. 2000 Menschen.
sein. Nur schadet es wie im Traum. Du bist stärker als alle Bücher und Sandschwamm. I'm sorry.
Ist das da oben so? Ihr wisst ja, wenn ihr einmal alt seid und ihr sitzt allein im Dunkeln, dann lebt ihr sowieso nicht mehr lange. Weil dann kommen schlechte Menschen und bringen euch einfach um. Böse Menschen. Ganz böse Menschen. Und weil uns alles Böse fasziniert, haben wir ein Lied darüber gemacht, über eine alte Dame. Yeah.
war ein mega. Liebt ihr Madonna? Ja! Ihr auch? Ich top. Sie sieht spitze aus, sie ist intelligent, sie kann singen, sie kann tanzen. Sie hat einen brutalen Freund oder Mann. Was will man mehr? Okay, die Musik. Egal. Wir haben jedenfalls ein Lied gewonnen, das heißt, ich wäre gern Madonnas Dickdarm. Das ist alles, was ich will.
nicht hoch, wir hören auf mit den Menschen hoch. Thank you.
Thank you.
Ringrazio Maria. Yeah.
gehabt. Geklaut. Das Lied, das wir einer amerikanischen Mädchenband gestohlen haben. Es hat uns reich gemacht und arrogant. Und es heißt, wir werden es jetzt, wenn ihr wollt, ein kleines bisschen für euch isolieren, wie man so schön sagt. Nicht wahr? Naja, nicht wahr. Okay. Also los! Zukunft, die da aussehen kann.
drogenabhängig, werdet arbeitslos, werdet CSU-Mitglied. Und darum möchten wir euch bitten. Es ist nicht nur verboten, dass wir dieses Lied singen. Es ist uns nicht gestattet. Wir haben schon 10 Anzeigen bekommen. Es ist auch niemand in diesem Laden, egal ob er unter oder über 18 ist, gestattet, das Lied Geschwisterliebe zu singen. Ihr dürft es nicht singen. Ihr macht euch strafbar. Wir haben draußen 5 Mannschaftswagen. Mit ehemaligen Catchern und jetzigen Polizisten. Und die Polizisten sind gerade aus Sackgasdorf zurück. Die haben sich gerade warm gekämpft. Die warten nur darauf, euch mitzuteilen, einzuspannen, anzuzeigen. Vorsicht! Eure Jugend ist kostbar. Wir werden jetzt die Musik spielen und hoffen, dass ihr nicht mitsingt. Versprecht ihr uns das? Versprecht ihr uns, dass ihr auf keinen Fall mitsingt? Wir sind so gut zu uns.
Fuckers. We are the Fuckers from New York City. Fuck! 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 Fuck!
sind gar nicht Frank aus Birmingham. Wir sind in Wirklichkeit. Wow! Klasse! Letztes Lied, damit ihr gut nach Hause kommt. Das ist ein Schlaflied. Nicht das Schlaflied, ein Schlaflied. Geht in euch.